Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Wandervideo. Und zwar befinden wir uns hier in Hinterzarten, um genauer zu sein, am Bahnhof von Hinterzarten. Hier startet eine Wanderung, ich glaube 16,5 Kilometer mit irgendwie 350 Höhenmeter. Das sollte alles zu bewerkstelligen sein. Wir machen heute mal einen, ja, einen Uniform-Trageversuch, möchte ich sagen. Ich habe hier die alte Uniform, Tarnuniform der Schweizer Armee an. Ich mache auch nachher noch mal ein paar Vorbeilaufsehen. Ich werde vielleicht noch mal das eine oder andere dazu erklären. Ich habe die jetzt so gut wie es geht irgendwie mit Material bepackt, dass da auch mal ein bisschen Gewicht zustande kommt. Weil leer kann man das Ding natürlich immer tragen. Aber es war ja auch nicht dafür vorgesehen, es leer zu tragen, sondern ist nun mal befüllt zu tragen. Also ein paar Kilos muss es schon aushalten können, das Ganze. Werfen wir da auch noch mal einen Blick drauf. Jetzt als erstes habe ich hier noch was gefunden. Das wollte ich euch mal eben zeigen. Ein ganz Kleinod. Die Telefonnische wird hier dargestellt. Ganz cool gemacht. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr in irgendeiner Weise aktuell. Viele kennen das gar nicht mehr von den jüngeren Leuten. Taschenbecher, das typische Telefon der damaligen Zeit. So, was haben wir hier nach unten liegen? Achso, ja. Landesübliche Bekleidung. So, so Dexter, komm, wir hauen ab hier. Komm hier! Mann, Mann, Mann. So. Ja. Da machen wir mal. Bis gleich. Ciao. Gut, ja, noch mal eben ganz kurz zu der Uniform. Ich habe jetzt hier nicht die eigentlich zu dieser Jacke gehörende Hose an. Ich habe hier die, ich weiß gar nicht, wie die genannt haben, die haben die später eingeführt. Irgendwie so, die hatte so einen leicht abfälligen Namen, aber das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ja, das liegt daran, dass es diese Hose in meiner Größe momentan irgendwie gar nicht gibt. Ich habe das, ich habe die nicht bekommen und ich hampel damit sowas auch nicht ewig rum. Dann greife ich zu dem Vergleichsprodukt, sage ich mal, und das hat dann auch ohne Probleme hingehauen und deshalb habe ich die an. Nur für alle Uniform-Nerds, das ist so eigentlich nicht die Originalzusammenstellung. Was haben wir hier noch? Schön kleinen See. Ach, guck mal, da geht's weiter hier. Den kleinen Pad da hoch. Du, komm hier. Ja. Gefressen hat er gestern übrigens nicht mehr. Hat auch nur wenig getrunken. Schauen wir mal, wie sich das hier heute gestaltet. Ich habe auf jeden Fall, selbstverständlich habe ich was zu trinken, nicht mal was zu essen. Aber am Ende des Tages wird er auf jeden Fall fressen. Der Hunger treibt schon rein. Gut. Ich sag nur 104KZ, Alter. Du hast hier auch einen Take hinterlassen. Wie geil. So, jetzt gehen wir mal hin kurz zu der Sprungschanze hier. Hatte ich ja gestern schon in meinem Vlog-Video gesagt, dass ich da mal vorbeigehen wollte. Es liegt aber genau auf dem Weg. Was habt ihr hier noch? Zum kleinen Hannes Spielzeugmuseum. Ja, wahrscheinlich ein paar selbstgeschnitzte Artefakte des Schwarzwaldes zu begutachten. Ob es da auch Motus gibt, ich bezweifle das. So, hier ist die Auslaufzone. Hier ist die Schanze. Top.
Top-Gerät. Zum Glück ist hier nichts los. Das ist wunderbar. Es hat dann schon so einen leichten, ja, Lost Place Charakter. Wenn man jetzt motiviert wäre, könnte man natürlich noch irgendwie da an der Seite hochgehen und dann mal von oben runter filmen. Bin ich aber nicht. Deshalb drehen wir um und gehen weiter. So, hier geht es dann wieder lang. So, jetzt kommt ein kleiner Abschnitt, der geht hier über ganz normale Straßen und Bürgersteige. Hier ist es größtenteils überfrorene Nässe, also richtig glatt. Muss man schon aufpassen, dass man sich nicht auf den Pinsel legt. Und der Hund ist auch ganz schön am Schwimmen teilweise, wenn es um die Kurven geht. Ja, aber hier ist nichts los. Ich kann den auch hier ohne Probleme so laufen lassen. Hier pennt noch alles. Obwohl, so saufrüh ist es gar nicht mehr. Hatte ich auch, glaube ich, gar nicht vorhin erwähnt, wann wir da losgegangen sind. Bin jetzt gut eine Viertelstunde unterwegs, denke ich. Ja, am 8:30 haben wir es. Ne? Also, ich denke 7:50 sowas. Die Ecke, glaube ich, sind wir losgegangen. Ja, diese Schwarzwaldbuden hier, den typischen Baustil, die haben schon was, ne? Also was Heimeliges, was Gemütliches. Oh, hier ist auch Eisbahn. Das ist, ja, kann ich gut mit um. So, wollen wir mal eben schauen, wie das hier aussieht. Wenn ich mich gleich tierisch auf die Fresse lege. Ah, ne, jetzt ist schon wieder vorbei. Schade. Na, oh, das ist ja doof. Das wollte ich euch gerade zeigen, wie schön ich hier schlindern kann. Tja. Blau nix. Vielleicht hier vorne noch mal. Warte mal. Oh. So. So sieht das hier aus. Die nackte Wahrheit. Bis gleich. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera gerade gesehen hat. Ich habe da dieses Titisee-Schild gefilmt. Kurz zuvor sind da zwei Fahrradfahrer an uns vorbei, schon ziemlich langsam, gefolgt von einem Auto. Und der hat sich dann da auch im Hintergrund auf jeden Fall auch schön gemault. Ist nichts passiert. Aber die ganze Straße, die wir gerade lang gelatscht sind, die ist also wirklich einfach nur glatt. Deswegen gehe ich hier auch nur auf diesen, ja, auf dem Putt neben der Straße. Hinten drin übrigens, das ist der kleine Rucksack der Schweizer Armee zur damaligen Zeit. Den konnte man hier in die Jacke einhängen. Sieht man das jetzt da vorne? Ja, das war, ging dann hier so über die Schulterklappen drüber her. Und ich glaube, in der Taschen oder in der oder in beiden Taschen, die sind symmetrisch, also links wie rechts, da waren Gewehrgranaten eigentlich untergebracht. Und in dem Mittelfach. Das ist bestimmt eine Mega-Aufnahme geworden jetzt. Rechts auf Wanderweg. Okay, rechts auf Wanderweg. Oh, das sieht gut aus. Oh, schon wieder. Man muss sich wirklich konzentrieren und echt aufpassen hier. Du kannst hier. Das ist also wirklich. Es ist unsäglich. Das hier ist der Wanderweg. Da gehen wir jetzt drauf. Ja, die Mitteltasche, die ich gerade so mega geil gefilmt habe. Da habe ich jetzt den Poncho der Schweizer Armee drin. Einfach, um auch irgendwie was mitzuschleppen, um Gewicht zu haben. Ich weiß nicht, was die da ursprünglich mal drin transportiert haben. Ja. In den anderen Taschen habe ich zum Beispiel eine Feldflasche drin. Mit dem mit diesem Trinkdingen für den Hund. Ich habe hier noch zwei Riegel mit. Ich habe hier auch noch was anderes zu essen mit. Ja, sowas habe ich da halt alles irgendwie reingestopfelt. Ich also, was wiegt das jetzt hier? Keine Ahnung. 7-8 Kilo mit Sicherheit, die ganze Geschichte. Aber es trägt sich sehr angenehm. Man kann es nicht anders sagen. So, jetzt muss ich mir die Puste aufsparen. Denn wir müssen hier entlang. Da geht es hoch. Jetzt wird es gleich noch alpin. Natürlich nicht. Aber ich bin gespannt, was das hier noch gibt. Ist bestimmt eine nette Runde. Bisher hat es mir auf jeden Fall schon mal sehr gut gefallen hier.
Hier haben wir einen weiteren Point of Interest, der auf der Tour angelegt wurde. Der Eisweiher. Ganz interessant. Und das sieht dann hier wie folgt aus. Und es ist auch so, das ist mit Sicherheit schon begehbar. Wie viele testen das? Oh. Oh. Doch nicht. Ach, guck mal hier. Sowas in der Art. Jetzt mal total off-topic. Sowas in der Art. Etwas schmaler geschnitten vielleicht. Hatte ich mir vorgestellt, in meinem Wald als Windschutz zu errichten. Das macht mir einen praktikablen Eindruck. Das ist doch ganz cool. Schön, dass ich das jetzt auch mal hier in the Reality gesehen habe. Das ist hier alles total. Guck mal, wie das hier aussieht. Hier richtige Zellen hier mit Wasser. Aber glasklar. Das hat schon was. Gut. Jetzt gehen wir direkt wieder auf den Weg zurück. Und der nächste Point of Interest, der ist da gleich schon hier links um die Ecke. Ich weiß nicht, was es ist. Lassen wir uns mal überraschen. Ha! Ich muss es bringen. Tut mir leid. Aber die ganzen Ballettschuhträger, für die haben sie extra die Brücke gerichtet. Wir machen das anders. So. Richtig geile Location hier auch. Lokation. Ein richtig toller Ort. Vielleicht familienverträglicher. Guckt euch das an hier. Wunderbare Monokultur. Ach, ganz hervorragend. So was Schönes. Ich liebe es. So. Ich bin aber auch wieder böszüngig unterwegs. Hier, da geht es nochmal hoch. Aber es sind wirklich richtig hohe, fantastisch gewachsene Tannen. Ich heiße euch herzlich willkommen am Titisee. Die ersten Eindrücke auf jeden Fall. Wir laufen jetzt einmal drum herum. Hier waren gerade ganz interessante Verbotsschilder und das zum Beispiel Sonnenstuhl aufstellen ist verboten. Und alle möglichen Dinge, aber Hunde in irgendeiner Weise hier angeleint oder nicht angeleint zu führen, steht da gar nicht drauf. Das ist natürlich richtig super. Also muss ich mich hier auch an keinerlei Konventionen halten. Wir können hier machen, was wir wollen. Und das machen wir gleich auch, das werde ich euch sagen. Die Tour wird angepasst, ja. Es ist nur ein kleiner Abstecher. Oh, da ganz hinten müssen wir überall noch hinten rum. Wird mir schon ganz schwummrig, wenn ich das sehe. Boah, was ein Bunker. Wahnsinn. So, vielleicht kommt ja noch mal ein bisschen Sonne auch heute raus. Wobei, ja. Das ist ein schmaler Grat, ja, zwischen Sonne und Nicht-Sonne. Tja, hier sind wir auf der Obertouristenmeile hier in Titisee. Alles voll mit Andenken, Cafés, Fressbuden. Können wir noch eine Rundfahrt machen? Im Sommer, jetzt wohl nicht mehr. Ja, da hinten haben wir gerade schon ein paar Enten füttern wollende Touris aufgesteckt. Die haben auch gut geguckt, als wir da um die Ecke kamen. Aber der Dexter ist ja sehr verträglich mit Enten. Er hat da nichts gemacht, gar kein Interesse daran gehabt. Also konnten wir da
Entwarnung geben. Kein Blutbad angerichtet. Hier ist noch die Titisee Passage. Passage. Ich weiß nicht, was Spezialitäten. Ja. Fürs leibliche Wohl ist hier auf jeden Fall gesorgt. Gut. Ja, das sind jetzt noch die einzigen Eindrücke, die ich jetzt hier noch filmen werde. Da hinten hört es auch schon auf. Gucken wir mal, dass wir hier wieder auf einem einigermaßen schönen Wanderweg kommen. Jo, jetzt sind wir hinter der Touristenattraktion da. Ich habe das Stativ vorhin rausgenommen. Das war also während des Gehens rauszunehmen, war schon nicht so einfach. Das wieder reinzustecken, habe ich komplett mir geklemmt. Das war mir klar, dass das auf keinen Fall gehen würde. Also musste ich die Jacke halt zur Hälfte ausziehen, das da wieder reinstecken. Aber das ist in Ordnung. Das war auch nie so gedacht, dass man sich da, glaube ich, alleine dran bedient. Das war dann immer, dass der jeweilige Kamerad das da, ne, raus entnommen und wieder bestückt hat. Jo, das ist so der erste Eindruck dazu. Aber es war mir halt auch, wie gesagt, schon klar. Was an der Jacke nicht passt, und das habe ich bisher bei vielen dieser Jacken oder eigentlich bei allen, ich hatte da früher auch schon mal einen Anzug von, gemerkt, die Ärmel, die sind zu kurz. Also für mich ist das nichts, wenn so eine Jacke, ne, ihr seht selber, wie kurz das war, wenn das mir nicht einmal den Handrücken bedeckt, sondern noch vom Unterarm sogar noch ein Stückchen offen lässt, dann ist das nichts. Das passt zwar hier, wir haben hier so PVC-Material, damit haben wir die Ärmel, also die Ellbogen haben wir damit verstärkt. Das passt, aber naja, wie gesagt, die Länge passt nicht. Und wenn du jemand bist, der halt gerne eine etwas längere Jacke trägt und nicht so eine Hochwasserjacke, dann könnte man natürlich hier auch, wenn man das ein bisschen modifizieren will, die Sachen oder die Hosen, die gibt es alle sehr günstig, könnte man sich natürlich auch so eine Hose noch zusätzlich holen und man gibt es mal eben in der Änderungsschneiderei und lässt das mal einfach ein bisschen. Und lässt das einfach mal eben ein bisschen verlängern. Angeblich wurde die GoPro ausgeschaltet, weil der Akku leer war. Der ist allerdings in keinster Weise leer, was mir jetzt auch wieder angezeigt wird. Ich wollte noch eben darauf eingehen, auf die Bündel, auf die Ärmelabschlüsse. Das ist auch so ganz dünnes Getue da. Das ist natürlich auch schöner, wenn man sich da was Vernünftiges dann macht mit einem Klettband, womit man dann die Weite auch wirklich richtig regulieren kann. Wenn es dann kalt ist, dass man es auch wirklich richtig zumachen kann, um sich vor Wind zu schützen. Er will nichts trinken. Guck mal, es ist kristallklares Superwasser. Na, ist doch nicht mal. Oh, guck mal hier, was ist. Also, ich finde es jetzt nicht sonderlich kalt. Also, ist das nicht gleich den Eistod sterben, wenn du da mal reingehst, denke ich. Ganz coole. Kleine Lagune hier. Wir sind hier direkt hinter einem. So, ja, der Titisee liegt hinter uns. Ich muss sagen, die Eindrücke, die ich da von dem Titisee hatte, das war recht unspektakulär. Also, da habe ich schon andere Seen gesehen, die weitaus interessanter waren. Nehmen wir da mal den Eibsee am Fuße der Zugspitze zum Beispiel. Das ist ein richtig, richtig toller See. Gut, wer das natürlich so touristisch sehr erschlossen mag, wer das ganze Programm nebenher mag, ne, mit den ganzen Buden, mit den, was weiß ich, Bars und Cafés und so sehen und gesehen werden, der ist hier sicherlich am Titisee richtig, gar keine Frage. Für mich jetzt ja, recht uninteressant, muss ich sagen. Da kannst du auch, also bevor du die weite Fahrt machst und aus dem Bereich Nordrhein-Westfalen zum Beispiel kommst oder auch wegen Niedersachsen, scheiß Akku. Fahren wir nach Buchsteinfurt an den Tegelsee. Das ist ähnlich spektakulär wie hier. Weiter geht's. Oh Gott, jetzt stand es gerade bei 100%, jetzt steht es wieder bei ganz wenig. Ich habe das gerade mal hier unter die Jacke getan, damit es ein bisschen wärmt. Die anderen Akkus habe ich mir auch jetzt in die Hosentasche gesteckt, in der Hoffnung, dass ich da gleich wieder vernünftig filmen kann. Also macht es keine Freude. Eine kleine Aussicht noch nach vorne raus, bevor es wieder abschmiert. Ja, hier ist recht
viel Wasser unterwegs und wir gehen weiter. So, jetzt haben wir hier auch mal ein paar vernünftige kleinere Padkisten, ne? Die viel zitierten Single Trails. Da war nämlich bisher großer Mangel dran. Da gab es nichts Schönes. Das war alles so die normalen Waldwege. Das sieht aber hier schon deutlich, deutlich schöner aus. Ja. Gucken wir mal, wie lange das anhält. Laut Komoot ist das jetzt auch nicht die Megadistanz, die hier auf diesem Wege zu bewältigen ist, dann geht es gleich wieder auf eine normale Straße. Aber egal, ich bin froh, dass ich mich überhaupt hier bewegen kann, dass ich überhaupt hier bin und auch, dass ich den Anzug einfach mal testen kann, wie das so alles funktioniert mit so einem Teil. Resümee bisher, alles super, kann ich mich nicht drüber beschweren. Das ist ein ganz kleiner Abschnitt hier von dem Single Trail. Wir sind jetzt hier wieder fast unten an der Straße und das war landschaftlich mal einfach richtig klasse hier mit den ganzen Felsen. Da musste ich doch mal ein bisschen außerhalb auch des Weges filmen, sonst kriegen wir nämlich gar nichts mehr zustande heute. So, hier nochmal eine kleine Felsanordnung. Und jetzt gehen wir hier vorne wieder auf den Putt. Und dann ist alles total super. Akku scheint jetzt auch wieder gerettet. Ich habe jetzt den aus der Hosentasche wieder reingetan. Der zeigt ganz gut Akkuleistung an. Die gesamte GoPro habe ich gerade einfach unter die Jacke gesteckt, damit die warm bleibt. Das hat auch schon geholfen. Von daher bin ich mir jetzt recht sicher, dass wir mit diesem Akku das Ganze auch dann beendet bekommen. Gut, aber jetzt müssen wir erst noch mal weiter. Wir haben 2/3 des Weges haben wir geschafft. 1/3 kommt noch, aber bei 16 Kilometern ist das ja auch nicht mehr so viel. Bis gleich. Ja, habe ich mich zu früh gefreut. Das funktioniert leider nicht. Ich wollte es gerade wieder anschalten, die Kamera, da ging schon nicht mehr. Ich habe die jetzt mal eben von ihrem Media-Mod befreit und so, dass ich den Akku ständig rein und raus tun kann, ohne dass ich da Probleme mit habe. Ja, das ist ein bisschen schade, aber es hat auch schlechte Vorbereitung. Da ist natürlich auch so, dass ich bei solchen Temperaturen habe ich auch noch nie gefilmt. Also, dass das jetzt schon bei 0 Grad schon solche Probleme mit dem Akku gibt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist wahrscheinlich so, hätte mir wahrscheinlich jeder, der das schon lange macht, gesagt. Aber naja gut, ich habe da eben nicht mit gerechnet. Da muss man jetzt irgendwie mit umgehen. Ich versuche das hier so gut wie möglich weiter zu filmen und hoffe, dass ich dann noch ein vernünftiges Ergebnis zustande bekomme. Wir können noch mal hier einen schönen Schwenk machen durch so ein Tal. Da war auch gerade am Anfang des Tals, wo wir hier den Weg hochgegangen sind, da war ein richtig tolles Haus mit so einem für diese Region halt typischen Dach. Ich weiß gar nicht, was das ist, ob das auch dünner Schiefer ist, der da drauf liegt. So leicht gewölbt und also richtig urig sah das aus. Das hätte ich euch gerne gefilmt, aber der Akku hat entsprechend seine Dienste versagt. Wobei das jetzt, obwohl ich so lange laber, ganz gut aussieht. Vielleicht ist das Media-Mod auch irgendwie doof. Das zieht ja auch Strom.
Und da stimmt irgendwas nicht. Na gut, wir werden es in Erfahrung bringen. Spätestens am Ende des Videos wissen wir Bescheid. Gut, hier geht's geradeaus weiter auf die letzten paar Kilometer. Wir haben uns auf jeden Fall jetzt eine kleine Brotzeit verdient. Und das machen wir jetzt erstmal. Vielleicht seht ihr es im Hintergrund, aber da ist die Kirche, wo wir gestern Abend waren. Und deshalb sind wir jetzt schon relativ nahe dort, wo unser Hotel ist. Das heißt auch, ich mache die Wanderung jetzt nicht zurück bis zum Ausgangspunkt des Bahnhofs, weil ich habe ja jetzt letzten Endes die paar Meter bis zum Bahnhof spare ich mir dann, weil ich die ja dann heute Morgen schon gemacht habe. Ist egal. Oh, was ist denn hier? Das ist aber jetzt was Interessantes. Nee, die gehen richtig ab hier, die Dinger. Seht ihr die Entges? Ja, ganz so Enten. Entenlieb ist er dann doch nicht. Aber alles, was sich bewegt, da will er immer hinterher. Gut, egal. Kurze Abmoderation. Die Runde hier an sich, die war also landschaftlich und so weiter relativ belanglos. Jetzt gerade noch die letzten 2 Kilometer bestimmt einfach nur durch urbanes Gelände gelaufen. Alles ganz nett, ja, aber jetzt nichts für den Naturliebhaber, ist das jetzt nichts gewesen. Spielt keine Rolle. Ich bin hier mit dem, was ich machen wollte, sehr zufrieden. Ich habe die, ja, einfach mal diese Jacke in Kombination mal getestet mit anderen Dingen. Ich habe unten drunter so ein Multifunktionsshirt angezogen, das heißt von der Firma X-Bionic. Das ist teures Zeug, aber das ist auch gutes Zeug, das funktioniert. Und darüber hatte ich noch eine leichte oder eine mittelschwere Fließjacke der Firma Pentagon. Ja, und dann kam auch schon hier dieses Teil. Da teilweise war es sogar zu warm, ne? Aber ich habe danach auch nicht gefroren, weil dieses X-Bionic-Zeug einfach super die Feuchtigkeit vom Körper ablenkt. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und ja, hinterlasst gerne einen Kommentar oder ein Abo, und wenn ihr auch selber was zu dem Schweizer Tarnanzug zu sagen habt, da irgendwas wisst, gerne auch in die Kommentare damit. Alles klar. So, dann bis die Tage. Macht's gut. Ciao, ciao.